Hi, ich bin der Günther, ich bin aus deiner Bude. Willkommen zu einer neuen Folge Kirby's Adventure Wii Hard Mode. Wir reden hier gar nicht lange rum, wir legen los. Weil wir wollen heute natürlich auch wieder möglichst weit kommen. Das Ziel wäre, Sticklip zu besiegen. Dazu müssen wir aber natürlich auch erst die drei normalen Stages schaffen, die noch fehlen. Commentary wieder fett am Start heute, wie man merkt. Ja, ich versuche jetzt auch, für mich ist heute exakt 2 Wochen vor Release des Mystery Dungeon Remakes. Kacke. Ich weiß ja noch nicht, wie es für euch sein wird, aber es ist möglich. Ich bezweifle stark, dass da noch nicht mal der finale Boss hochgehen. Wie kann man so bad sein wie ich gerade? Jetzt wo ich das aufnehme, ist noch nicht mal der Final Boss des Normal Modes online. Deswegen bezweifle ich stark, dass ich bis Release von dem Mystery Dungeon Remake das Let's Play komplett online habe. Deswegen kann es durchaus sein, dass ihr dann eine Weile lang 2 Videos am Tag bekommt, weil ich werde Mystery Dungeon am Release Day starten. Dann würde ich euch einfach... Und ich will Kirby vorher fertig aufnehmen. Ich würde dann eben halt einfach jeden Tag Kirby und Mystery Dungeon bringen, also... Einfach die Gönnung. Ich habe ihn besiegt. So, hier war doch der Punkt, dass man einen Speer braucht. Unnötig. Bisschen groß, der Käfer. Okay, den habe ich auch leicht zerstört. Was? Ich hoffe, es war eine falsche Erinnerung. Als ob der mich gehittet hat. Ich hoffe, ich erinnere mich, oder? Man braucht den Speer ziemlich sicher. Ja, hier auf der anderen Seite, ne? Aber okay, da ist ja ein Speer direkt davor, deswegen. Stimmt, wir wissen ja inzwischen, oder? Die sind jetzt größer und haben eine andere Hitbox und dadurch kann ich sie anscheinend nicht mehr jetzt schon treffen. Der Punkt ist, wie großer Schaden ist das wirklich? Von hier geht's auf jeden. Jetzt läuft sogar der Typ an die Ränder. Und damit mitten da rein. So, 2. Zahnrad. Special Ability gab's hier ziemlich sicher nicht. 4 Minuten, ich bin nicht schnell genug. Aus dem Weg. Ach stimmt, hier gab's eine Schuhpassage. War die den Aufwand wert? Ich glaube, es gab hier doch auch 2 und die erste war genau useless. Thank you.
Okay, ich brauche einen neuen Schuh. Ah, das könnte nervig werden. Ich will ja auch nicht... Der steht immer noch da, der andere. Ich will ja auch nicht an die Stelle erinnern. Wow, das war verdammt close. In Welt 5. Ihr wisst, denke ich, welche ich meine. Und zack, rein da. Zahnrad eingesackt. Also, jetzt hier echt mal ein bisschen Tempo. 5 Minuten und uns fehlt sogar noch ein Zahnrad. Und längere Level, wie zum Beispiel die Ruinen, kommen ja auch noch. Ach, braucht man hier nicht auch ein Speer? Jo, sei halt noch größer. Der gönnt sich auch. Da ist nichts Wichtiges. Ich bild mir ein, hier bräuchte man auch den Speer, deswegen... Nee, braucht man nicht. Man braucht Kirby. Und das ist jetzt nicht so schwer. Allgemein, wir stellen uns bisher ganz gut an. Hatten wir schon Death in Hard Mode? Kann es sein, dass wir gegen... Ja doch, wir sind doch gegen einen Sphärenspuk schon mal draufgegangen, ne? Naja, Level abgeschlossen. Wenn wir die anderen auch so schnell schaffen würden, wären wir im Zeitplan und würden den Boss heute schaffen. Aber das ist halt auch die kürzeste. Tür zugemacht, wir bleiben in der Tradition. Okay, in Kirby ist die gar nicht so die Tradition. Apropos, die Tradition ist ja vor allem in Smash Bros. Und für euch ist das jetzt schon lange online. Das hatte ich eigentlich sogar geplant als eine der Special-Ankündigungen, die ich ja in solchen Projekten manchmal mache, zu bringen. Aber letztendlich kam es dann einfach schneller schon, als ich erst dachte. Okay, was ich zu diesem Zeitpunkt davon auch noch nicht weiß. Wie genau nenne ich denn das Projekt jetzt? Die erste Folge ist aufgenommen meines Projektes, in dem ich einen Charakter, in meinem Fall ja Meta Knight, auf einen GSP und von da in Elite Smash bringe. Den Hammer habe ich doch gebraucht, ne? Ich könnte mir noch eine Kirsche hier holen. YOLO. Ich glaube, es kann gut sein, dass ich, vor allem weil ich geplant habe, heute die erste Folge online zu bringen und mich deswegen entscheiden muss, bei der ersten Namens... obwohl, das war gar nicht die erste. Bei der Namensidee vom Smash Bros. Hidden Hero Projekt zu bleiben, war ursprünglich eben geplant, dass ich das hier zum ersten Mal ankündige. Auch wenn ihr vielleicht merkt, das ist nichts geworden, auch so wie ich hier drüber rede. Ich verschwende meine Zeit hier nicht. Jo, noch enger bitte. Auch während ich das hier aufnehme, war gestern die Animal Crossing Direct. Kann es sein, dass ich schon was verpasst habe? Ah, hier. Nee, hier ist kein Zahnrad. Kann sein, dass ich es verpennt habe, aber... Nee, die Animal Crossing Direct. Also ich muss sagen, ich bin jetzt nicht so der Animal Crossing Mensch. Hatte auch nicht so viel erwartet. Junge, das sah schon echt geil aus. Es kann auch sein, auf keinen Fall zu Release. Unter anderem eben durch... diese Projektvollheit im Moment. Wir haben doch so safe. Wir haben sowas von ein Zahnrad verpasst. Das kann mir keiner erzählen, dass wir hier nichts verpasst haben. Hier war doch der Stein, oder? Der Opa.
der jetzt wirklich so fucking Baustellenbeton ist. Der Stein schwebt. Ja, aber das Level muss ich nochmal spielen, dann wird das mit Dicklip heute garantiert nichts. Doch nicht? Das war wirklich das erste? Also nicht, dass ich mich beschweren will. Ja, aber nochmal zum Thema Animal Crossing, wegen auch zum Beispiel meiner kompletten Projektüberfülltheit. Auf keinen Fall zu Release, aber ich werde es mir wahrscheinlich irgendwann, vielleicht Herbst oder so, holen. Und dann einfach als so ein Hin- und Wieder-Projekt machen, mit keinem großen Ziel, sondern eben einfach hier und da mal eine Runde Animal Crossing zocken und hochladen. Was würdet ihr denn davon halten? Wäre belastend, wenn es falsch wäre. Und wir dann durch so... Ach stimmt, hier gibt es auch eine Superfähigkeit in dem Level, ne? Das war doch hier mit dem Schiffsflag. Das stimmt, ne? Jawohl. Ich will nicht dran vorbeischwimmen. Also, wir sind wahrscheinlich schon nicht mehr weg von der Area mit der Superability. Obwohl... War das hier? Wow, wie habe ich denn das No-Hit gemacht? Das ist... escalated quickly. Nee, wenn ihr so gerne hin und wieder dann mal Animal Crossing sehen würdet, zeigt es mir doch mit einem Daumen hoch. Apropos, es ist nicht so, als ob nicht ohnehin jeder wüsste, was jetzt kommt, aber hey! War das gerade ein fucking Kraftwerk? Lasst doch ein Abo da, wenn euch der Kanal gefällt und ihr keine Videos mehr verpassen wollt. Das schadet euch nicht, es unterstützt mich, bringt noch 200 Abo-Special näher, das wahrscheinlich schon aufgenommen ist. Obwohl, okay, wenn ich das in einer Woche hochlade, das Video hier, dann ist es nicht gerade sicher. Also sowieso das Ankündigungsvideo fürs Abo-Special, das Abo-Special selber. Das muss ich ja auch jetzt mal ehrlich sagen, ist vielleicht ein bisschen arrogant, aber jetzt kommt. Ich habe damit gerechnet, dass ich, vor allem nachdem ich irgendwie innerhalb von 4 Tagen von 194 auf 198 Abos gegangen bin, habe ich einfach mal damit gerechnet, dass ich bis Mitte März voll habe, die 200. Und deswegen ist bereits ein Termin Mitte März, wo ich das Abo-Special dann eben mache. So, das war doch der letzte Stapel von den Dingern, oder? Genau. Als ob das nicht hittet. Oh, guck mal, er verbrennt. Alter, wie das aussieht. So, Sphäre, beeilen wir uns. Wie erwartet, dieses Level hat bisher genau so lange gedauert wie das davor. Was heißt, insgesamt dauert es länger. So, wir müssen uns hier wirklich reinhängen. Wir wissen inzwischen, mit den Sphären ist nicht zu spaßen. Im Wasser ist man relativ schnell. Moin, Wand. Ich werde es nicht vergessen. Im Wasser ist man echt ziemlich schnell.
was. Hier ist aber ein dicker Stern, den ich brauche. Bleiben wir oben. Digga, der Stern ist zu langsam. Hilfe! So. Oh Gott, das war nicht easy. Speer oder Schirm. Gab's hier schon die Elektrospuke? Nee, oder? Speer hat zwar gerade ganz gut gewirkt, aber... So, ausgekontert. So, das war doch mal ein dominanter Sieg. So soll das doch. Jawohl. Und ja, vielleicht fragen sich das manche. Und ja, ich kann für dieses Abo-Special, zumindest für einen der Teile, es gibt wieder mehrere, die dieses Mal alle leicht umzusetzen und schon bereits versichert sind. Zumindest für den ersten und Hauptteil des Specials kann ich locker einen Termin festsetzen. Wenn jetzt nicht wirklich komplett kurzfristig was dazwischen kommt. So, wir sollen uns jetzt beeilen. Das Unterwasser-Ruinen-Level dauert ja schon einen Moment. Gab's da... Das verpenne ich immer. Da gab's keine Super-Ability, oder? Und wir haben noch 13 Minuten für die Stage und den Boss. 5 Zahnräder und ich bild mir eben irgendwie ein keine Ability. Hier ignorieren wir sowas. Wir müssen hier wirklich Full Speed Mode gehen. Ich habe auch das Gefühl, bisher in der Folge ein bisschen viel gelabert und rumgetrödelt. Also labern, das finde ich persönlich ja auch gut, wenn ich das hier so machen kann. Hier der Hard Mode ist wirklich im Moment weniger ein Gameplay als ein Talking-basiertes Projekt. Kann man aber auch mal machen. Also ich habe nichts dagegen. So würde wahrscheinlich Animal Crossing dann übrigens auch ungefähr laufen. Wirklich mehr so Talking-basiert. Animal Crossing ist nun mal kein Action-Game. Boah, was ich mir auch überlegt hatte. Was wären eure Meinungen dazu? Einfach so Animal Crossing in der Welt von Mystery Dungeon. Ein Animal Crossing in der Pokémon-Welt. Mit Pokémon als Bewohnern und allem. Das fände ich so cool. Das wird so wahrscheinlich mein Favorite Game of All Time werden und die eigentliche Mystery Dungeon-Reihe überbieten. Zumindest wenn es auch gute Musik hat. Gibt's hier schon das erste Zahnrad? In der Tat gibt's das. Denen habe ich das Leben entwendet. Und mit DHL versendet. Und daher ist es leider auch nie beim Empfänger angekommen. Weiter geht's. Der Beitrag war jetzt wichtig. Mann, warum muss denn der Hit so langsam sein? Dich lasse ich da eingesperrt. Oh mein Gott, das war vielleicht ein bisschen close. Da bin ich ein bisschen close dran vorbeigeschwommen. Ah, hier war doch die Stelle mit dem unsterblichen Lolli. So, Wasser. W-
wirklich. Hier, gar keine Diskussion. Der ist nicht respawned. Der ist nicht respawned. Aber ich brauch das doch nicht zwingend, ne? Würde halt wirklich helfen. Falscher Weg. Wirklich. So, YOLO. Wir sind zwar im Hard-Mode, aber das juckt mich auch nicht bei so einer Stelle jetzt. Irgendwie gehe ich da immer zur falschen Tür rein. Kann das sein? Hier gibt's doch Essen und Item, ne? Perfekt. Wieder voll geheilt und mit Schwert. Und weiter. Ich bin immer noch am Überlegen, gab es in dem Level eine Super Ability? Nee, es gab hier ein Zahnrad in der Area und eins noch mit der Bombe. Dadurch kann es ja bereits nicht mehr sein. Also wirklich mit dieser riesen Totenkopfbombe da. Das letzte weiß ich gerade nicht mehr auswendig. Komm, lass mich weiter. Ey, es ist nicht wahr. Es ist nicht wahr. Hilfe. Und diese zwei Hits haben mir halt über die Hälfte meiner Leben gezogen. Und mit dem übernächsten bin ich tot. Okay. Da ich das so hinbekommen habe, war es worth. Wie war das? Man muss den hier vorlassen, ne? Ich weiß noch, ich dachte, man darf ihn nicht vorlassen, aber es war, man muss und ich musste mich deswegen treffen lassen. Exakt. So. Und jetzt weiter Speed Mode an. Sobald ich beginne, Down Air zu nutzen, wisst ihr, es ist ernst. Super Mega Nova Bombe oder so. Natürlich! Du hässlicher. Andererseits, das war auch noch nicht die wichtige Bombe, ne? Ich meine, hätte mir jetzt auch nicht geschadet, aber... Hier ist die wichtige. Wenn das überhaupt schon war, oder... Ich weiß gar nicht mehr, ob es eine dritte gab. Das war die wichtige. Und es gibt eine Tomate, sehr schön. Die letzte... das letzte, Lel. Das letzte Zahnrad. Wo war denn das? Ah, hat man hier nicht irgendwie ein spezielles Item gebraucht? Ja, es klingelt. Aber da ich davon ausgehe, dass es Olaf ist, der hat einen Schlüssel und klingelt trotzdem jedes Mal. Was absolut keinen Sinn macht. Grüße gehen nicht raus. Ich weiß, wir brauchen den Speer. Den jetzt zu verlieren wäre so endlos bitter. Okay, wir haben das Zahnrad. Wir haben das Zahnrad. Das heißt, jetzt einfach schnell hier zum Ziel und dann das hier die Welt noch beenden. Nein! Was machst du? Kacke, kacke, kacke. Okay, Essen. Und Ziel.
Shit, das war close. So, schön hoch. Ey, die Sache ist vor allem die. Ich weiß noch, es gab nur Eis für Dicklip. Und ich hab mich nicht gut angestellt, schon im Normal Run. Und irgendwie bekomme ich es auch immer so mit, dass Dicklip einer der wohl berüchtigtsten. Stimmt das? Ich hoffe. Auf jeden Fall ist er wohl einer der verhasstesten Jax-Bosse. Und es gibt doch nicht hier, ja, ansonsten wäre es auch lächerlich. Ich könnte es natürlich auch mit Speer machen, aber das Invincible Shield ist mir lieber. Allgemein, die Bosse, ich hab echt immer so das Gefühl gehabt, dass tatsächlich der uralte Sphärenspuk der stärkste EX-Boss ist. Schwächste, nicht stärkste. Das war direkt nicht der Input, den ich gemacht habe. Nein! Ich habe diesen Boss schon komplett verpennt wieder. Hallo? Es ist halt lächerlich, das ist nicht mal mein Input. Ich habe halt jetzt schon haushoch verloren. Hier, gebt euch das! Ich habe 3 Hits kassiert. Eis ist die schlechteste Fähigkeit für den jetzt mal for real. Ich habe 3 Hits kassiert, weil ich hier diese komische Schlitterattacke hatte, anstatt der, die ich eigentlich gedrückt habe. Halt die ganz normale Neutral Attack. Weil irgendwie mit Eis muss man so eine halbe Stunde noch bremsen. Vielleicht wäre Eis noch perfekt gewesen. So, jetzt wissen wir besser ein bisschen. Oh Gott, man muss aufpassen, beim letzten geht der noch so hässlich nach vorne, der Curl. So, ich sehe schon, easy ist dieser Boss nicht. Alter, wie hässlich der da nach vorne geht noch. Alle Fähigkeiten, die man zur Auswahl bekommt, sind scheiße. Achtung, der kann jetzt, der geht genau. Auch in verschiedene Richtungen. Ich weiß schon, dass ich auch gesagt hatte, weil... Oh mein Gott, war das close! Aber der zweite Versuch, also Speer ist deutlich besser als Eis, nehmt Speer. Der zweite Versuch lief viel besser, nur ein Hit, wenn ich es richtig gesehen habe. Ne, zweimal. Zweimal bin ich mit der Jab Attack in ihn reingekracht. Darf ich einmal anmerken eigentlich, wie Dicklip das größte Namensdowngrade der Boss hat. Allgemein die Downgrades der Namen von Englisch zu Deutsch in diesem Spiel sind so extrem. Ich meine fucking Sphärenspuk. Das ist was aus dem Sphere-Duma geworden ist. Ich weiß gerade gar nicht mehr, wie genau der uralte Sphärenspuk heißt. Ich glaube Grand Duma oder sowas. Ich weiß das vor allem, weil ich das immer für meine Thumbnails brauche, weil mit deutschen Namen findet man nichts im Netz an Bildern. Das ist schon krass. Und dann kommt Dicklip. Der fucking Fatty Puffer. Uff. Also, heute war schon ein bisschen knackiger. Ihr könnt gespannt sein, wie es weitergehen wird. In der vierten Welt, die wir nicht in einem Part schaffen werden, da bin ich mir eigentlich sicher. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch ein Abo da. Ein Like fände ich auch sahnig. Und bis zum nächsten Mal. Und... Ciao, hat der eigentlich auch.
Nee, der hat keine solche Attacke. Ciao.